Los geht's. Die Gladbacher Borussia stößt an in Auswärtsgrün von rechts nach links. Der SC Wiedenbrück ebenfalls in den Auswärtsfarben weiß von links nach rechts. Da ist Stanislav Fehler. Genau das, was ich eben angesprochen habe. Fehler, zu einfach gegen Gahl. Stanislav Fehler! Erste Tormöglichkeit. Und das war eine Klärungsaktion, eine Befreiungsaktion fast schon. Und die wird dann zu einem ganz gefährlichen Boomerang. Und das wird zur nächsten Chance. Und den muss er eigentlich im Tor unterbringen. 3-2 an. Lier, klarer Sechser gegen den Ball. Und diese langen Bälle, die waren schon das Mittel zum Zweck gegen Wattenscheid. Lofolomo an den Pfosten. Der hat Blut geleckt nach seinem ersten Saisontor letzte Woche. Enrique Lofolomo. Also daran wird es heute nicht liegen, wenn keine Tore fallen. So, jetzt der Fehler. Daran könnte es nämlich liegen. Böhmer, Beckhoff. Aber der braucht zu lange, um den Abschluss zu suchen. Kapitaler Fehler von Tim Böhmer. Aber Phil Beckhoff kann er nicht nutzen. Fehler mit dem Fehler. Und den musste ich heute bringen. Hoffe, ihr habt Verständnis. Kader mit dem Ballverlust. Wieder Fehler. Fehler, ja, nicht verkehrt. Und es ist natürlich ein Fernschuss. 37. Aber ich finde es interessant, wie beide Mannschaften zum Torerfolg kommen wollen. Ruskis gegen Najar. Ruskis bringt den und Brüll. Oh, und das muss er eigentlich abpfeifen für meinen Geschmack, weil das war ein klarer Unfall und ein klarer Kopftreffer an Maximilian Brüll. Und jetzt müssen sofort die Betreuer hin. Ballverlust. Öser. Er hätte ganz einfach auf die linke Seite verlagern können. So probiert er es und auch Enrique Lofolomo probiert es zum zweiten Mal aus der Distanz. Scheitert aber diesmal nicht am Gebälk, sondern an Marcel Hölscher. Gladbach jetzt dran. Dann ist es ein Missverständnis mit Schröers von Walde, aber der Ball bleibt bei den Gladbachern. Phil Beckhoff prüft Marcel Hölscher. Hätte da gerne einen Doppelpass mit Phil Kemper gespielt. Möglichkeit zum Abschluss. Zum Abschluss! Sichere Beute für Amedik. Ruskis. Fehler von Lofolomo. Aboagi gegen Najar. Das könnte interessant werden. 2-2. Aboagi vorbei an Najar. Aboagi, da ist Ruskis mit dem. Nicht 0-1. Boah, das sah aus meiner Perspektive ganz, ganz komisch aus. Und da liegt der Nächste. Also wenn ich jetzt eine Ausrede hätte, um zu meinem Auto zu gehen, ich würde sie wahrnehmen. Das Spiel gibt's nicht her, dass man hier bleibt. Und während ich das sage, ist Beckhoff da und macht das 1-0. Und er tunnelt Marcel Hölscher. Klassisches Reporterpech. Da lässt er sich hier über das Spiel ab. Und dann fällt das 1-0. So. Und ich habe doch gesagt, klar, nach einem Standard oder einem Fernschuss. Logisch. Und genau so ist es gekommen. Nee, Unsinn. Beckhoff macht sein drittes Tor im dritten Spiel in Folge. 62. 1-0 Gladbach. Locke oder Kemper bewerben sich. Per Locke Hölscher. Locke. Auf Büyükarslan. Der hat Bock. Schröers. Mika Schröers. Entscheiden Sie es. Jo. 85. 2-0 Gladbach. Und der mega agile Oguzhan Büyükarslan
spielt diesen klasse Ball für Mika Schröers und in der Mitte muss Steffen Meuer nur noch einschieben. Und jetzt die U23, Tabellenplatz 2, der mit diesem Sieg noch weiter gefestigt wird. Mit 2:0 gewinnt die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach hochverdient am Ende gegen den SC Wiedenbrück.